Wow, der ist sogar geiler als der Arnold Gurt. Das ist der Wahnsinn. 2-2. Hi, hi, Captains, jetzt Miese Coach. Ich möchte euch regelmäßig informieren, worauf ihr bei Spanngurten achten sollt. Welchen Einfluss hat Wasser auf die Zugfestigkeit von Polyester-Spanngurten? Und genau dazu habe ich hier euch einmal vorbereitet, so einen kleinen Wasserbehälter. Hier habe ich schon mal unseren ersten Wasserspanngurt. Den habe ich vorher einmal gewogen, der wiegt 332 Gramm. Wofür wir das brauchen, zeige ich euch später. Und den lassen wir hier mal reinplumpsen. Ein bisschen auseinander gemacht. Und die Frage, die sich jetzt immer stellt, ist, saugt dieser Spanngurt Wasser auf? Ändert sich die Zugfestigkeit? Ja oder nein? Um das wirklich zu testen, lasse ich das jetzt mal 24 Stunden stehen. Ich bin danach wieder da und dann geht's los. Neuer Tag, neues Glück. Ich schau mal, was draus geworden ist. 24 Stunden später. Er steht immer noch genauso da wie vorher. Es hat sich nichts getan. Die Wasserschlange ist nicht abgehauen. Aber damit wir gleich Bezugswerte haben, schiebe ich es einmal ganz kurz zur Seite. Ich spanne gleich hier einen baugleichen Spanngurt ein. Und dann holen wir uns erstmal einen Referenzwert rein, wie die Zugkraft ist ohne Wasser. Wir haben hier gerade ein Gurt mit 800 Kilogramm Nutzlast. Das heißt, bei 800 darf noch gar nichts passieren. Sicherheitsfaktor 1,25. Bei 1000 Kilogramm kann es durchaus zu Verformung in der Ratsche kommen. Ja, es darf mal irgendwie was so zwicken, zwacken, aber es darf noch nichts kaputt gehen. Schaut her! Gleich geht's los! Wow. Los! Wow. 2156, die Goldfische im Bassin sind auch wach. Ich gehe nach vorne, schau mir das an. Jetzt ganz wichtig zu verstehen, wir kümmern uns heute nur um Spanngurte mit blauen Labels. Warum blaue Labels? Das ist die Signalfarbe für Polyester und genau aus diesem Material ist auch hier dieser kleine Goldfisch. Es gibt auch Spanngurte aus Baumwolle, aus Polyethylen und Polyamid. Das sind die vier Hauptsorten, die es gibt. Polyester ist in der Regel so 90% des weltweiten Spanngurtbedarfs sind Spanngurte aus Polyester. Ich drücke den Goldfisch ein bisschen aus, wenn ich hier so mal reinschaue. Hier ist nichts aufgequollen oder breiter geworden. Wir schauen einfach nur mal ganz kurz, was dieser Gurt jetzt wiegt. Jetzt ganz wichtig. Das ist Polyester. Sozusagen, ihr stellt euch vor, wie so eine Tüte, die ihr in den Ozean reinschmeißt. Wir gucken gleich, was wir hier vorne für einen Wert haben. Ich lege mal ein bisschen frei. Schaut mal rein, was haben wir hier? 390 Gramm wiegt der jetzt. Jetzt ist das auch ganz wichtig zu verstehen, der hat sich jetzt nicht einfach aufgesaugt, wie so ein Papier, sondern das Wasser hat sich zwischen die ganzen Ritzen gesetzt, hängt da fest, aber es quillt nichts auf wie Pappe. Ich bereite gleich einmal vor, ich spanne den einmal ein und dann schauen wir, was passiert, wenn wir hier einmal Dampf reingeben. Wir schauen mal, wann der nasse Spanngurt kaputt geht. Ich sehe, er spannt sich ein bisschen. Kommen so ein paar Tropfen, fallen da so runter wie von einer Wäscheleine. Wahnsinn! 2-2! Wow. 2252! Also, was ich jetzt hier sagen kann, Wasser hat keinen Einfluss, augenscheinlich. Wir gehen nach vorne, schauen uns an und wir sehen uns gleich zum Fazit. Ich habe den nassen Spanngurt mal wieder eingesammelt. Heute ist irgendwie Tag des Engelhaars und irgendwie, der fühlt sich
furztrocken an. Das hätte ich nicht gedacht, dass er sich so trocken anfühlt. Aber jetzt möchte ich es gerne noch einmal wissen, was der jetzt einmal wiegt nach dem ganzen Experiment oder Versuch. Und schaut mal her, was sehen wir hier? 333 Gramm. Der Ursprungsgurt hatte 332 Gramm. Das heißt, hier ist nur noch ein Gramm Wasser drin. Was hiermit bewiesen ist, dass Spanngurte kein Wasser aufsaugen. Des Weiteren, Spanngurte haben keine gemindertere Zugfestigkeit, wenn sich Wasser im Gurt oder auf dem Gurt befindet. Weil mal ganz ehrlich, wie soll das auch sein? Ihr benutzt sie ja draußen im Freien, es regnet, ihr deckt ja die Gurte nicht ab, ne? Aber es schaut so aus, Wasser hat keinen Einfluss auf Spanngurte im Polyestergewebe. Wie es im Winter ist, ist eine ganz andere Nummer. Dazu kommt später im Winter ein anderes Experiment. Was bleibt mir jetzt am Ende? Die Verabschiedung. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Vergesst die Glocke nicht. Vergesst das Abo nicht. Wir sehen uns. Euer Coach.